Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns das Schätzchen herabgeholt. Und ja, jetzt werden wir alles für den zweiten Schnitt vorbereiten. Und dann direkt auch mit dem Mähen beginnen. Und das heißt, wir müssen noch den Traktor aufstellen, dass wir das Mähwerk anhängen können. Und an den Traktor hängen wir auch gleich im Zeta. Wender, Kreiselwender, wie auch immer man dazu sagen möchte, hängen wir da gleich an. Machen wir da auf. Schmeißen wir uns einen Traktor. Dann mal schauen, dass wir da nicht die Mengen mit Tour. So, perfekt. Stellt man gleich raus. Stellen wir ein paar her. Jawohl. Den großen müssen wir in Schwader wieder anhängen. Können wir gleich drauf machen. So. Zack. Und natürlich am GTs Mähwerk. Der GT steht gleich da, dann machen wir gleich mit dem. So. Lassen wir uns da gleich rein. So. Jawohl. Lass mal gleich einmal so stehen. Weil mit dem werden wir als erstes ausfahren müssen, ne? So. Na passt, dann hole ich kurz den anderen Traktor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, einen anderen Traktor habe ich geholt, hab gleich zurückgeschoben. Jetzt müssen wir nur noch anhängen. Da. Perfekt. Und dann hängen wir an da. Jawohl. Wieder ab nach draußen, mal wieder zu. Zack. Lassen wir den auch da stehen. Perfekt. Dann machen wir uns auf mit dem GT. Und mähen wir die Wiesen. So.
da, wir fangen mal wieder an. Fangen wir von der Seite gleich an. Jawohl. Schönes, frisches Gras. Das wird, glaube ich, ein gutes Heu. Gras ist gut. Und ich hoffe, uns regnet diesmal nicht rein. Beim Heu wäre es ja noch ärgerlicher als wie bei der Silage, ne? Hoffen wir, dass uns das nicht passiert. Perfekt. Eine Runde haben wir schon wieder. Aber wir haben halt auch noch eine Wiese, ne? Weil auch nicht der einzige. Gut, aber haben wir nur zwei Wiesen, die ist ja auch nicht so groß jetzt. Wir sind ja da nicht so groß strukturiert. Könnte sogar sein, dass sich dieses Jahr ein dritter Schnitt ausgeht da, ne? Na, schauen wir. Mal, kümmern wir mal ums Heu jetzt und dann schauen wir eh weiter. Die Felder ist ja auch noch nichts angesehen, ne? Da müssen wir ja auch noch was ansehen. Da steht er dann als nächstes an. Da haben wir ja auch schon besprochen. Im letzten Video, ne? Auf dem einen Feld kommt wieder Weizen, ne? Wieder halt. Kommt Weizen hin und beim anderen Raps, haben wir gesagt. Den Raps bauen wir sowieso ja erst im Frühjahr an. Von dem her, da könnte man vielleicht eine Zwischenfrucht, eine Begrünung machen. Aber das, ja, ist bei unserem kleinen Betrieb eine relativ kostspielige Sache, die sich nicht wirklich auszahlt. Vor allem, weil wir von die Hektar her auch noch von diese EU-Regelungen sind wir ja noch ausgenommen, weil wir haben ja nicht so viele Hektar, ne? Ja, wäre es natürlich besser, hätte man eine Begrünung, ne? Dann hat man verflüchtigen sich nicht so viele Gase aus dem Boden und so viele Nährstoffe. Stimmt halt schon. Ja, mal sehen, vielleicht bauen wir eine Zwischenfrucht an. Beim anderen Feld müssen wir auf jeden Fall ja eh nachher den Weizen anbauen. Ja. Wir sehen es ja dann eh, wie es kommt, ne? Jetzt kümmern wir uns mal ums Heu. Und dann sehen wir es eh. Naja. Werden schon ein paar schöne Heuballen, ne? Ja, das ist schön. Gefällt mir. Dass es heuer wieder so gut geht. Kann man viel schneller fahren als wie früher, wie wir das zweite Mähwerk auch noch gehabt haben. Keine Probleme mit irgendeinem Traktor gehabt dieses Jahr. Es ist einfach nur schön. Kann man einfach in Ruhe seine Arbeit machen.
Ja. Das ist schön. So, letzte Bahn. Jawohl. Zusammenklappen brauchen wir normal eh nicht. Die Frage ist, kommen wir ohne Zusammenklappt überhaupt da drüber? Ja, geht sich aus. Geht sich alles aus. So. Geht sich da auch aus? Ja, sicher. Okay. Ist auch so schön, wenn das Mähwerk wieder anläuft, ne? Ja. Das ist Heufieber, ne? Geht's wieder los. Ja, hoffen wir, dass das Wetter mitspielt, ne? Jetzt läuft's gerade so schön. Hoffen wir, dass es so schön bleibt. Da wieder, wie ich dieses Eck hasse da, ne? Kommt man mit dem Schwader nicht rein, mit der Ballenpresse nicht rein. Ist schlimm. Aber ja, jeder Grasbüschel zählt, ne? Ja. Die Kurve da beim Bauen ist aber schön, die geht gut mähen. Wäre eigentlich nicht schlecht, ich nehme mal da gerade rüber. Dass wir den Spitz weg haben. Und dann fahre ich, glaube ich, quer einfach immer. Fahre ich vielleicht noch ein paar Runden. Und dann fahre ich quer, ne? Probieren wir das einmal. Weil sonst ist es ja immer blöd, da muss man ja so zurückschieben und so. Probieren wir es einmal, ob es auch ohne dem Ganzen geht. Weil dann sparen wir uns halt etliche Male umdrehen und dann denke ich, könnte man schneller sein. Könnte man uns ein bisschen Zeit einsparen. Dann haben wir ein relativ schönes Rechteck, ne? Dann kann man. Dann geht das ein bisschen schöner. Zack. Ja, dann fahren wir darauf wieder runter und auf der drüben Seite machen wir es auch, dass wir vier Querbahnen haben. Dann tun wir uns leicht beim Umdrehen. Dann haben wir da auch keine Probleme.
Das ist immer was mit dem Zaun. So, also wir müssen eh dann noch einmal rauf, dann fahren wir oben quer und dann auf der anderen Seite das gleiche spielen, ne, dass wir vier quer haben. Ja, das ist schön, wenn man so viel Platz im Umdrehen hat, da unten schon, dann mal was überlassen. Und weg. Ah, das fühlt sich schon mal besser an, wenn man da. Ich will ja nicht ins Gras reinfahren, das ist ja auch nicht gut, ne? Gut, ist da auch nicht viel anders, wenn ich es in so einem Geschnittene reinfahre, aber es. Man will es halt vermeiden, ne? Mal quer haben wir, dann fahren wir da noch ein zweites Mal längst und dann fahren wir quer immer. Ich glaube, das ist am schnellsten. Jetzt müssen wir eigentlich runter und wieder rauf und dann haben wir es in der Theo. Nein. Ich glaube, ich kann nicht zählen. Haben wir nur drei, oder? Ja. Dann müssen wir, sind wir am Schluss wieder unten. Ja. Da ist halt immer noch eng. Nehmen wir da auch einmal so ein Stück Gewehr rüber. Ja, das, ja. Dann haben wir es da auch gerade, ja. Auch nicht 100%, aber. Ist ja egal, was man da sich beim Umdrehen leichter tut, ne? Genau, jetzt fahren wir auch wieder einmal runter und dann fahren wir immer quer. Ich glaube, das ist ein ganz gutes System. Und wieder runter. Und ist halt schon störend. Ja, bergab geht's halt so schnell, ne? Ist ein Wahnsinn, aber bergab wieder um das gleiche langsamer, ne? Deswegen ist es eh am besten längst fahren. Weil dann haben wir immer eine konstante Geschwindigkeit. Und um das Seitenmehrwerk geht es dann auch ganz schnell. Zack. Ich hab's früher aufgehoben. Scheiße. Merkt man uns fürs nächste Mal. Ja, das geht flott. Das gefällt mir, wenn das so schnell geht. Das war ja die letzten Male, war das ja immer ein bisschen ein Krampf, aber. Also schönes Wetter, alles funktioniert, super System, läuft. Wenn das immer so schön gehen würde, ne? Es wird ein gutes Jahr, glaube ich. Da muss jetzt wirklich schon noch was Schlimmes passieren, wie als würde es mir zum Beispiel das Heuer abregnen, dass ein schlechtes Jahr wird, aber dieses Jahr schaut ja sehr gut aus. Es gefällt mir. Hebt halt richtig langsam nur aus, das Mähwerk, ne? Das ist mal noch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber sonst. Ja, solange es läuft, das Mähwerk, ne? Vielleicht kauft man sich irgendwann mal ein neues, aber für das ist jetzt nicht das Geld da. Und es funktioniert ja auch noch einwandfrei, ne? Dass so langsam aufheben nur geht.
Liegt ja auch nicht am Mähwerk, ne? Es liegt auch am Traktor, dass der nicht die Hydraulikleistung hat. Dann muss er die Zapfwelle auch noch antreiben, ne? Wenn es mit dem Mähwerk passt, da hat er halt nicht mehr so viel Leistung für die Hydraulikpumpe über. Naja. Ah, das läuft so schön dahin. Haben wir gleich schon wieder die Hälfte, wenn wir es nicht sogar schon haben. Wundervoll. Da haben wir halt ein bisschen was auslassen, da müssen wir halt nochmal querfahren, ne? Aber das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, ziemlich wirklich. Die Taktik ist gut, das System. Funktioniert einfach. Jetzt fahren wir oben einmal. Na ja, oben machen wir auf gerade. Wirklich gleich fertig. Ja, so schnell ist das glaube ich noch nie gegangen, ne? Letzten Male waren wir sicher langsamer. Es freut mich, dass das so flott geht. So locky flocky. Da. Ein, zwei Bahnen noch. Ja. Zwei. Eine geht sich nicht aus. Da müssen wir halt dann noch einmal runter, ne, weil wir da was auslassen haben, aber sonst. Nein, das geht immer noch nicht aus. So ein Scheiß. Ah, jetzt aber. Und zack. Und jetzt nehmen wir noch das mit, was wir auslassen haben. Aber schnell gegangen heute, ne? Habe ich schon das Gefühl. Jetzt müssen wir wirklich noch rauslaufen. Naja, ich würde sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ciao.